Leute und herzlich willkommen zurück zu Call of Duty World War 2. So, das letzte Mal sind wir hier stehen geblieben, da habe ich mich ein bisschen über Texturen aufgeregt und ja. Was soll ich jetzt hier machen? Komm nur her. Halt die Fresse. Das Problem ist... Stehst du alleine? So, der steht auch alleine. Der auch. Habe ich nicht irgendwie vielleicht eine lautlose, wo ich dann einfach zack machen kann? Wollen wir jetzt die leise Action machen oder wollen wir laut werden? Was? Nehmen wir mal. Ja, Mann. Was, Deutsche? Ich hasse es! Ich kenne dich besser als sonst jemand, daher weiß ich, dass du noch Kraft hast. Du kannst nicht aufgeben. Nicht jetzt oder überhaupt. Oh? Die Deutschen sind gleich hier. Zeig mir, was du drauf hast und steh auf. Der hat nicht mal Mund bewegt. Ich fürchte,
Ich schaffe es nicht. Musst du aber, Red. Hazel braucht dich und dein Kind auch. Jetzt steh auf. Okay. Ganz genau. Du warst nie jemand, der aufgibt. Ich glaub an dich, kleiner Bruder. Paul. Paul. Wir sehen uns daheim, kleiner Bruder. Briggs. Gott. Na toll. Ich muss den Sammelpunkt finden. Kann ich zufällig, nee. Oh Scheiße! Ja, das kennen wir doch schon. Ich muss da hinten hin. Das ist jetzt ein scheiß Witz. Wenn ich wenigstens mal eine Knarre kommen würde. An eine, die natürlich geil ist. Da kommt einer von hinten, ich fressen Besen! Ich muss den Sammelpunkt finden. Hast du was für mich? Nee. Oh mein Gott. Oh, Medipack. Gibt's hier nicht irgendwo... Vielleicht eine geile Waffe. Ach so. Entschuldigung. Hier war ich doch gerade. Ich bräuchte einen, der hier hinten hinkommt, damit ich eine Knarre habe. Scheiße.
Ich habe 7. Habe ich wirklich nur 7 Schuss drin? Ja, scheiße. Ich glaube, ich brauche so ungefähr ein paar Schuss mehr. Komm mal her, na los. Komm doch jetzt endlich mal her. Q-Action! Bam! Scheiße! Hui! Hier liegt aber auch nirgends wo. Ich muss den Sammelpunkt finden. Ja, der ist ja irgendwo da hinten, aber. Ah! Lag hier nicht gerade ein Medipack? Oh mein Gott. Das ist aber auch eine Scheißwaffe, die macht hier kaum Schaden. Oh Scheiße! Fresse. Ja, das ist klar. Da wolltest du so geil Messer, also Schlag-zu-Action machen und was passiert? Du stirbst. Ist ja beschissen. Wieso komme ich da nicht zurück? Das ist doch scheiße. Kann ich unten lang? Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ja, machen wir da mal Wände hin. Stand doch gerade Kontrollpunkt erreicht, oder? Das könnte jetzt ein bisschen dauern. Wenn ich wüsste, wenn ich einen ausschalte, dass ich eine Waffe komme. Wenn ich überhaupt ein bisschen was an Schuss habe. Aber die laufen ja alle nur da hinten rum. So, da hinten lang muss ich. Super. Kommt aber auch kein Schwein mal her. Gibt aber auch keinen anderen Weg. Und ich werde wieder verrecken. Außer. Oh. Oh Mann, ey! Es riecht mich auf. Ich muss den Sammelpunkt finden. Ich muss. Oh mein Gott. Das Problem ist jetzt nur, wenn ich jetzt da runter gehe. Werde ich auf jeden Fall sterben. Es muss hier doch irgendwo einen
Aber COD ist halt so aufgebaut, dass du nur einen Weg hast. Siehst du ja. Da. Muss doch irgendwie hier durchgehen. Ich muss sie doch irgendwie ausschalten können. Ohne dass die mich mitkriegen. Problem ist nur, ich habe keinen Schalldämpfer. Ja, siehst du? Da fängt schon an. Hm. Wie mache ich das? Komm. Endlich. Ich war nicht alle von ihnen. Warte mal. Warum nicht gleich so? Das ist ein Flammenwerferkerl. Ein Flammenwerferkerl. Der Rest sind eigentlich alles überwiegend. Oh, jetzt laufen die alle darüber. Ich könnte erst den Flammenwerferkerl ausschalten. Ich könnte es auch alle killen. Ich habe aber nur 15 Schuss in den Ding drin. Das wird jetzt eine schwierige Geschichte. Hm. Ich denke mal, zurück komme ich auch nicht mehr. Und da hätte ich eine richtig geile Wumme liegen. Und da wird der Großteil wieder Schrotflinten haben. Ich könnte theoretisch ist da was? Nee. Werfe eine Rauchgranate! Ich muss runter.
schon besser. Ich darf wieder nicht mit Mörser rummachen. Bibibibib. Fix das. Bewegung. Der Sammelpunkt ist in der Nähe. Unsere Jungs können Hilfe gebrauchen. Verstanden, Sir. Oder? Ich hätte es nicht unauffälliger hinlegen können. Gut. Öffnen Sie die Tür. Diese Tür öffnen wir aber erst das nächste Mal. Bis dann würde ich sagen, haut rein, ciao!